Kakadus und Möwen. Und ja, jetzt fahren wir einfach mal weiter und gucken, was heute so kommt. Ganz, ganz tollen Spot zum Mittagessen gefunden und sind jetzt hier gerade in einem Nationalpark. Und da wir heute erst recht spät losgekommen sind, hier jetzt auch relativ weit herfahren mussten, ist es jetzt ja schon 1 Uhr Mittagszeit eben. Und die Janina kocht hier jetzt gerade hinter unserem Auto. Heute gibt es einfach nur Pasta mit fertigem Pesto. Und das machen wir jetzt hier noch. Ein bisschen was Frisches dazu. Was gibt's? So, wir sind mit Mittagessen fertig und wir machen jetzt unseren ersten Track über 2 Kilometer, glaube ich nur. Aber es geht steil in den Berg hinauf. Guck mal. Schon der erste schöne Ausblick von hier. Wir sind noch nicht mal ganz oben. Ah, die Sonne brennt heute, ist unfassbar heiß und die Mücken nerven mich schon wieder. Und keine Wolke am Himmel, einfach nur blauer Himmel und donnernde Sonne. Ja. Und es gibt kaum Schatten auf dem Weg. Ist auch ganz schön warm, aber man sollte sich ja nicht beschweren, schon gar nicht über gutes Wetter. Es war gar keine Fliege, es war eine Bremse und die stechen die ganze Zeit auch. Es tut weh. Die Janina rennt hier gerade vor einer weg. Ich habe nur leider zu spät gefilmt, sah nämlich ziemlich lustig aus. Schöner Aussichtspunkt, aber hier sind überall Bremsen. Am Anfang sind wir hier ganz ruhig rumgelaufen und haben sie einfach gar nicht beachtet. Die setzen sich auf ein und stechen. So geht es einfach durchgehen. Deshalb kann man es nicht genießen. Natur pur, würde ich sagen. Und wir sind die Hälfte des Wegs hochgerannt. Wir schaffen es in einer Viertelstunde, eigentlich eine Dreiviertelstunde. Ja. Und es ist richtig lästig. Moment. Das ist echt, echt krass. Also hier ist echt Natur pur, gell? In Australien. Entweder wir haben Ameisen oder Mücken oder Moskitos oder Bremsen. Das ist echt krass. Also. Ja, aber man kann es nicht genießen, wir rennen jetzt wieder runter. Los! Wir sind jetzt hier gerade rausgefahren, um unseren Wasserkanister hier aufzufüllen. Hier, da machen wir immer unser Wasser rein zum Trinken, da füllen wir das ab, da gehen 20 Liter rein. Und wir wollten es eben schon mal auffüllen und dachten, das wäre Trinkwasser, haben deshalb unseren Rest hier ausgekippt, um es vorher ein bisschen sauber zu machen und haben dann aufgefüllt und es war eine richtig gelbbraune Brühe, die da rauskam. Und jetzt haben wir leider nichts mehr, was ziemlich blöd ist. Und jetzt hier an dem Hahn, da ist man sich irgendwie nicht ganz einig, aber es ist auch auf jeden Fall Regenwasser und deshalb wollen wir das jetzt auch nicht, weil beim letzten waren voll viel Larven drin. Und jetzt haben wir hier aber gerade ganz schöne Vögel entdeckt. Ich schnalle jetzt hier gleich mal das Tele drauf und dann zeige ich euch die. Gerade mal hier runtergelaufen in die Bucht. Hier ist es auch ganz schön und hier ist mächtig was los. Hier sind Vögel, von denen wir erst dachten, das wären Pinguine. Zwei Möwen, die denken, sie wären Hunde. Und ja, das Wasser sieht echt schön aus. Glasklar an einer Stelle und dann wird es schlagartig dunkel und türkis und sieht echt toll aus. Mal gucken, willst du noch ins Wasser? Klappt nicht. Wir waren ja heute Morgen schon direkt nach dem Frühstück. Direkt am Strand, also am Meer, aber nicht mit Strand, aber es ist trotzdem voll schön. Und wir sind alleine noch, hoffentlich bleibt es so. Ja, davon ist noch ein Auto, vielleicht kommen die auch noch. Aber echt geil, da von hinten geht dann bestimmt die Sonne unter, da geht sie dann morgen auf, irgendwo. Super! Und das wieder kostenlos. Ist bei uns mexikanische Nacht. Wir haben gerade Wraps gegessen und jetzt gibt es noch Tacos
und wir haben uns Gingerbier gekauft. Voll lecker, ich habe das noch nie getrunken, das habe ich hier erst kennengelernt und probiert. Und mir schmeckt es wirklich super gut, also ich kann es nur empfehlen. Ja, und jetzt genießen wir den Sonnenuntergang. Und gerade eben hatten wir noch überlegt, da runter an den Strand zu fahren mit dem Auto und eventuell da zu campen, weil wir da noch mehr Farns sehen haben. Aber das war vor einer Stunde oder anderthalb. Ja. Und jetzt ist die Flut gekommen und fast der komplette Strand ist unter Wasser. Also gut, dass wir es nicht gemacht haben. Da haben wir nämlich gar nicht dran gedacht. Wir wollten gerade in die Koala Area, wo es die ganz vielen gibt, aber leider ist es geschlossen. Aber wir haben, oder ich habe gelesen, dass es dort auch Emus gibt und jetzt sind hier tatsächlich zwei auf dem Feld hinter uns. Und ja, jetzt haben wir zwar keine Koalas gesehen, aber wenigstens Emus. Und die kommen gerade. Und die kommen gerade. Ich dachte eigentlich, die rennen weg und wir müssen ganz leise sein, aber die kommen. Steigen wir mal aus. Ja, ich hoffe nur, dass die nicht so frech sind wie die Strauße. Gerade gucken wir nach den Emus und fotografieren die, gucken rum und so. Und dann denke ich, da ist voll der schwarze Fleck im Baum, ganz da hinten bei diesem Koala-Area-Ding. Und jetzt haben wir gerade. Nee, das ist eine Farm da hinten, ne? Oder eine Farm, ja, egal. Dann haben wir gerade mal mit dem Tele, weil das voll das gute Fernglas, ach, da kommt ein Auto, hingezoomt und da ist jetzt wirklich ein Koala. Das fahren wir jetzt noch mal kurz hin. Kurz hier bei dieser Farm gehalten und da steht auch direkt vorne dran ein Schild mit Videoüberwachung, Betreten, Verboten und so weiter und wir sind trotzdem mal rein. Ja. Janina hat gesagt, das nimmt sie in Kauf, um Koalas zu sehen, weil wir die da hinten bei dem auf dem Gelände, auf dem Baum gesehen haben und tatsächlich sogar zwei. Zwei haben wir entdeckt. Voll cool. So cool. Und dann kamen, und die haben beide geschlafen, dann kam so ein älterer Bauer zu uns, wir waren erst beim Jungen. Der war nicht ganz so nett. War nicht so freundlich und dann kam sein Vater zu uns und hat gemeint, ja, ob er sie aufwecken soll oder ob wir sie aufwecken wollen. Wir so, nee, machen wir nicht. Und dann ist er hingegangen, hat gegen den Baum geklopft zweimal, das wollten wir gar nicht. Dann wurde der Koala wach, haben wir noch so noch gesehen. Und ja, dann hat er sogar gesagt, wir dürfen noch ein Stück weiterlaufen auf dem Gelände, weil da ganz viele Bäume sind. Ja. Dann haben wir noch den zweiten entdeckt und er meinte, ja, sind viele da, aber diese Koala-Area, dieses Reservoir, das hat jetzt über die Sommermonate zu. Deswegen konnten wir da nicht hin. Aber so ist es noch viel cooler. Ja, und ganz frei. Ja. 15 ja. Euro gespart. $15 gespart sogar. Und Janina ist glücklich, weil der Tag war eigentlich schon gelaufen, als wir gesehen haben, dass es geschlossen ist. Wir sind jetzt gerade bei einem richtig schönen Strand rausgefahren. Bei dem kann man aber nicht schwimmen. Also Schwimmen und Surfen ist hier verboten generell ins Wasser, weil die Strömung einfach zu stark ist. Und die Wellen rauschen auch richtig ordentlich. Aber es gibt jetzt hier so einen Picknick-Spot. Wir haben jetzt leider gerade schon zum Mittag gegessen, aber da kann man da runter gucken, sieht den ganzen Strand. Der ist richtig breit und ja, sieht ganz, ganz toll aus von hier oben. Und der erinnert mich an Nusa Penida ein bisschen, so von oben runter, an Kilinking Beach. Janina, an was erinnert dich der Strand da unten? An Nusa Penida. Hast du es gerade gehört? Nein. Sehr gut. Nur mit leichterem Abstieg. Ja, nee, es sieht genauso aus irgendwie. Da erinnert mich daran, Janina ja offensichtlich auch. Ja. Da war wieder eine, das war ganz gut. Und sind jetzt noch weitergefahren und hier gibt es so einen Coastal Drive mit so verschiedenen Viewpoints und Spots, wo man immer wieder aussteigen kann. Und das ist jetzt gerade der zweite. Und hier ist echt auch wieder super schön und sehr windig. Und wie die Wellen da an die Felsen batschen und wieder zurück.
Ameisen und die beißen. Und überall sind die. Also hier können wir nicht bleiben. Wir müssen weiterfahren. So ein Scheiß. Wir sitzen im Auto. Wir liegen im Auto. Wir liegen im Auto. Weil wir nicht sitzen können. Aber es windet so arg draußen, dass wir gar nicht draußen sein können. Und jetzt wird es auch schon dunkel. Und was ich noch zeigen wollte, es lädt gerade, aber meine Eltern haben uns einen Online-Adventskalender gemacht und morgen ist schon Heiligabend und jetzt versuche ich gerade die letzten Türchen aufzumachen vor Weihnachten. Oh, das Internet ist zu lahm. Oh, das Internet ist zu lahm, weil es hier so schlechte Verbindungen gibt. Und ja, Roadtrip ist mega geil, haben wir voll Bock drauf weiter und wenn es euch auch Spaß macht, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und wenn ihr auch Bock auf eine Auszeit habt, dann auch auf jeden Fall ein Abo und dann frohe Weihnachten, aber es ist schon längst rum, bis ihr es zu sehen bekommt. Ja, stimmt. Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao.